So, willkommen, weiter geht die wilde Fahrt. Schlafende Hunde sollen mir eigentlich nicht wecken, aber ich würde sagen, aufgewacht heißt die Devise. Weiter geht's, Sleeping Dogs ist wieder hier. Die Alte schimpft mit den Mitarbeitern, wie sie es gehört. Der schwingt das Messer, was auch immer da hackt. Gornhaut hackte, der macht einfach nur so, deswegen schimpft die Alte wahrscheinlich. Jener, der hat uns jetzt einen Auftrag gegeben, unser Chef hier, der hält das Telefon 5 Meter neben das Ohr und kann kommunizieren durchs Telefon, ohne zu reden, nur mit Handbewegung. Der da ist die Schüssel. Nur der kriegt irgendwie nichts auf Stäbchen. Wie dem auch sei, weiter geht's. Die macht sauber hier, weil das ist eine blutige Angelegenheit, so als Koch. Hier oben hängt das Gerippt noch rum. Tüten sehen auch ziemlich frisch aus, da ist unten noch ein ganz frischer Lieferdienst. Die liefern Freihaus. Die guckt sich die Tüten auch so an, die ist auch skeptisch. Die zählt die Tüten nach, 4 Stück sind's, Mädchen, brauchst mich einfach nur fragen. Ich weiß Bescheid, ich bin Unhemdman. Weiter geht's. So, der trinkt den Rest. So. Gut, dann wollen wir mal weitergehen. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gegen Scanella laufen hier. Und gucken, ob das auch stabil ist. So. Nachmittags Aufenthaltsdauer fragen. Soll er oben drücken? Hier ist, haben wir einen Bericht bekommen. Biografische Notizen, Wei Shen. Rang Ermittler San Francisco PD, Status versetzt die Hongkong PD. 28 sind mal biografisch datengemäß SFPD Bewerbung. Umzug von Hongkong nach San Francisco im Alter von 10 Jahren mit Mutter Margaret Chen und Schwester Mimi Chen. Besuchte die PS 121 High School, Abschluss 2002 mit Auszeichnung ab September 2002, Politikstudium an der San Francisco State University, freiwilliger Abgang von der SF State 2004, um einen anderen Karriereweg einzuschlagen. 1. Juni 2006, Bewerbung beim SFPD, keine Vorstrafen über bekannte kriminelle Verbindungen, sämtliche Drogentests negativ, 2007, Abschluss an der Polizeiakademie als Jahresbester. Empfehlung des Akademieleiters K. Chen, verfügt über ein hohes Maß an Intelligenz, gute körperliche Fähigkeiten und eine natürliche Eignung für die Polizeiarbeit. Es ist angesichts seiner theoretischen und praktischen Leistungen ein idealer Kandidat für das Amt eines Detektivs. Ferner ist K. Chen mit der asiatischen Gangstruktur und Kultur in San Francisco vertraut und verfügt über umfassende Kenntnisse der Vorgehensweise dieser kriminellen Organisation. Angesichts des Mangels an qualifizierten asiatisch-amerikanischen Personal innerhalb des Departments und des Bedarfs an chinesischsprachigen Officern empfehle ich die sofortige Aufnahme von Kate Chan in die zivile Anti-Tong Taskforce. So viel zu uns, da haben wir ja schon viel erlebt. Hier gibt es auch viel zu lesen. Ich glaube, ich lese es aber nicht alles vor. Es ist hier meistens nicht wirklich interessant. Hier die ganzen Hintergrundinfos. Wenn ihr sie doch alle vorgelesen haben wollt oder ich das noch sehe, könnt ihr ja Bescheid geben. Dann mache ich das natürlich auch. Hier ist die wilde Party angesagt. Die Mädchen sind ganz aus dem Häuschen. Hier regnet's. Bunte Papierschnipsel, der fackelt die alle ab hier. Das ist der Regenmeister. Das ist zwar in eine andere Richtung, aber. Achso, ich bin zu weit entfernt. Na, da gehen wir wieder zurück. Ich wollte einfach mal ein bisschen die Lage checken hier. Hey Big Man, hey Big Mac. Gucken wir mal, was hier denn los ist. Mach Platz, Leute, ich hab eine Gang hinter mir stehen. Haltet mich nicht auf.
Wer, ich? Ja, ich brauche Gutsuit. Ich habe nicht nur den schäbiges Unterhemd an. Sieht aus wie Unterhemd-Man höchstpersönlich, aber wir können uns ja später mal neue Klamotten kaufen. Senior Letzo, was ist hier? I'm looking for Ming. You know where he's at? Yeah, he just passed the food stand around the corner. Alle Imbissbude, da gehen wir mal hinterher. Scheint hier gleich um die Ecke zu sein, der Richie. Da ist er doch schon. Servus. You make it up for me tonight, and we got a deal. Huh? What are you going to do? Ming, I got a message for you. Stop! Dass die immer gleich alle weglaufen müssen, ich verstehe das hier nicht. Über ein Getränkeautomate. Klar, gehen wir natürlich gleich in die Nähe. Mache dabei alles kaputt. Das ist eine teure Angelegenheit, wenn wir erstmal unterwegs sind. So, jetzt hätte er das schon längst haben können. Der schmeißt alle Leute hinter uns her. Im Weg. Der ist noch gemütlich da. Aus dem Weg, Freund. So, der hüpft erstmal da runter, dann machen wir natürlich zeitlobenmäßig nichts anderes und landen direkt im S. Gut, dass wir aus den Zitronen nicht ausgerutscht sind. Ja, schmeißt man den Typ noch vom Kopf. Ja, es ist nicht so leicht, uns abzuhängen. Auch wenn er auf alles versucht. Wir bleiben auf dem Fersen. Wir sind ja schließlich nicht aus Zucker. Da hat er seine Gang wieder versammelt. Komm her, ich hab was für dich. Klappe zu, auf den Tod. Aua. Ja, mit dem Kopf in das Teil drin. Was mache ich denn hier? Ich drück aus. Ah, Leute. Jetzt aber. Ich habe überall das Dreieck gedrückt und haben dann alles wieder alles gegengelassen. Das war nicht so gut. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Kraft verloren. Ich glaube, das wird jetzt nichts. Naja, jetzt geben wir einfach mal alles hier. Da hätte sich schon ein paar mehr Leute besorgen müssen, wenn er uns was Böses wollte. So. Der kriegt noch eine. Komm mit, Freund. Da rinn in die Tonne mit dir. Ist es hängen geblieben, Umweltschützer, haben wir den Erfolg. Und mit dem Patch. Den Patch habe ich ja, wie ich schon am Ende der letzten Folge gesagt habe, den habe ich noch nicht gemacht. Aber nächste Folge habe ich ihn ganz sicher gemacht. Und hoffe, dass das dann alles im Ordnung ist. Er hat ein Messerchen in der Hand. Und will uns ans Leder. Aber wir sind nicht irgendjemand. So, was haben wir denn noch hier zur Verfügung? Der ist hier, was ist hier los? Renn in den Schacht mit dir. Kann man die auch da runterschmeißen? Stimmt sogar. Schön, dass sie immer alle warten und nicht einfach alle zusammen angreifen. Aber ich habe ja nichts dagegen. So, siehst du? So einfach ging das. So, jetzt haben wir unseren Höhenfluch. Jetzt sind wir noch unaufhaltsamer. Der hinter zappelt noch mit der Beine hier, habt ihr gesehen? So, Ming besiegen. Krieg noch ein paar Mal in den Arsch treten. Da kehren sie einen Gegner an einem folgenden Konter. Aha. Unsere Konter sind immer erfolgreich. Komm, greif an.
Ja, das war nix. Aber doch ist nicht aller Tage Abend. Drehen wir mal ein paar Mal näher. Ist aber doch bald gut hier. So, das war's. Dog Eyes gonna kill you! Fuck Dog Eyes! Winston owns this area. You fuck with us and you'll regret it. Okay, okay. But please, make sure Dog Eyes doesn't kill me. Fuck! Wei Sheng, I'm Inspector Tang. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime, and now you're here, enforcing for the Sun on Yi. You know, you don't have to throw your life away like this. Your concern's really moving. Yeah, I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, Superintendent, I'm in the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Misunderstanding, sir? As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But, sir, I have it on record that he's Sun On Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the Triad. And not only is it against protocol... Well, for God's sake, Tang, he's one of us. What? Jesus, Pendrew, let me get the door. There are a few badges outside who didn't hear you. It's all right, Wei. We can trust her. Trust her? I just met her. Congratulations, Tang, so now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is, hmm? Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. No, no, you don't. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Wei. Much more careful. I can't bail you out like this again. Sir, I don't want to hear it. Just be careful. Ja, dass das hier ab und zu mal hakt, das nervt so ein bisschen. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass es ab nächster Folge rum ist, weil sobald ich diese Folge hier rum hab, werde ich das in Angriff nehmen, dass ich das aktualisiere, weil das geht ja so nicht. Hoffe ich, dass es geändert wird. Das ist ja 956 Megabyte großes Update. Das muss ja irgendwas dahinter schleien. So, erhalten eine Bonus 270 Erfahrungspunkte haben wir. Sicheres Haus, also jetzt haben wir endlich meine Bude. Und erhalten eine Belohnung, Retro-Triaden-Outfit und Drachenbild-Van. Weil wir haben das Retro-Triaden-Pack, das hatte ich mir immer besorgt. Und Ricos Outfit aus Just Cause 2 haben wir auch parat. Ja, das ist zwar ein anderer Account, aber... trotzdem bekommen wir das natürlich alles, weil ich das natürlich für das Spiel geholt habe und aktualisiert habe auf meinem Account. Ist doch ganz gut. Das kann man mal gut gebrauchen. Geringes Ansehen. So einfach geht's da, Punkte zu kriegen. Select zu den Upgrades, wollen wir mal gucken. Kann uns die Angriffe des Gegners. Ja, was haben wir denn hier? Der Spieler erleidet weniger Schaden durch unbewaffnete Angriffe. Das ist doch schon mal gut, weil am Anfang kommen, glaube ich, mehr unbewaffnete Angriffe. 4 Punkte haben wir zur Verfügung. Zusätzliche Angriffe durch alle Schlagangriffe. So, dann nehmen wir einfach mal beides, würde ich sagen. Ziehen seinen Gegner an und drücken sie X, um hinter ihn zu gelangen. Also, machen erstmal zusätzlichen Schaden durch alle Schlagangriffe. So, sind wir uns sicher? Ja, wir sind uns sicher.
Weniger Schaden durch unbewaffnete Angriffe nehmen wir auch noch mit. So, machen Sie einen Angriff nach oben, wenn Sie niedergeschlagen wurden. Visieren Sie einen Gegner an und drücken Sie X, um hinter ihn zu gelangen. Na, das hört sich doch gut an. Was haben wir hier bei den Nahkampfangriff ansehen? Haben wir noch nichts. Hier sind wir. Bis zum Parkour-Server sind wir hier schon. Hier können wir uns noch 3 Upgrades holen. Und hier holen wir uns jetzt noch ein Upgrade. Und zwar holen wir uns. Schalten Sie Fähigkeiten effektiver Waffenangriffe während eines Sprints frei. Was haben wir hier? Machen Sie Angriff nach oben. Der Spieler erleidet weniger Schaden durch Nahkampfangriffe. Weil er holt sich nach einem gescheiterten Konter schnell. Halten Sie einen schnellen, ja. Was nehmen wir denn hier weiter? Ist die Frage. Ich glaube, wir machen hier unten mal. Machen Sie einen Angriff nach oben, wenn Sie niedergeschlagen sind. Wurden. Mit Viereck. Ist ja egal. Wir nehmen das einfach mal. Gucken da mal nach den Cop-Upgrades. Was wir da noch haben. Brechen Sie ein Slim Jim Auto auf, ohne Alarm auszulösen oder die Scheibe zu zerstören. So, das ist vielleicht ganz gut. Da machen wir keinen Alarm mit. Wir nehmen den einfach mal mit, den Slim Jim. Können wir gut Autos aufkurbeln. Ray kann den Zeitlupe zielen, wenn er bewaffnet von einem Fahrzeug springt. Was haben wir hier? Ray kann Schusswaffenträger kampflos entwaffnen. Das machen wir natürlich auch. 2 Punkte haben wir jetzt noch. Einen haben wir noch. Hat Way eine Schusswaffe in der Hand, können Sie in Zeitlupe zielen, indem Sie L2 halten, nachdem Sie einen Gegner entwaffnen oder mit Nahkampf. Way kann in Zeitlupe zielen, ja, das hatten wir ja schon. Das haben wir hier als nächstes. Kamen Sie ein Fahrzeug, während Sie von der Polizei verfolgt werden, zinkt weiß 3. Schusswaffe haben einen etwas geringeren Rückschuss und eine erhöhte Schussfolge. Ich würde mal sagen, machen wir erstmal die Schusswaffen weiter. So. Und ziehen uns gleich mal unsere Klamotten an, die wir jetzt haben. I don't like this cocky little fucker. You need to be more careful, Way. Much more careful. So, da hakt es wieder, haben wir schlecht geträumt. Ich träume bald auch schlecht von dem ganzen Haklerei hier. Hoffe, wie schon gesagt, dass das nächste Folge vorbei ist. Ziehen wir uns erst nochmal Klamotten an, gehen nochmal aufs Klo. So, wo haben wir denn hier? Erhalten Sie zusätzlich 10% Triadenerfahrung. Und das Cop-Set hat 5% mehr Cop-LPs. Ich glaube, wir nehmen erstmal die Triaden-Erfahrung. Oder wir tragen einfach nichts, ein Hauch von nichts. Obwohl das hier natürlich besser aussieht, als das... Naja, wir ziehen es trotzdem mal an hier. Hose. Auch 10% mehr Triaden-Outfit. Ja, wir laufen herum wie der letzte Hillbilly. Schuhe. Nehmen wir das mitnehmen. Auch den Knöchel holen, Turnschuhe. So, jetzt haben wir ein Set. Triaden-Set. Nee, Haare, so Haare brauchen wir nicht. Wir haben coole Haare. Und eine Sonnenbrille vielleicht. Ach, du liebes bisschen. Aber halten Sie uns ziemlich 5% Ansehenerfahrung. Komm, die ziehen wir auch an. Ohne sie nicht lumpen lassen. Lederhandschuhe. Auch Schlagschaden verbessert. Nehmen wir alles mit. Standard-Outfits. Perfektes Outfit, um Chaos zu sorgen. Kapern Sie Fahrzeuge in großer Entfernung. Das ist das vom Rico. Aus dem sensationelles Spiel Just Cause 2, das habe ich natürlich auch, das ist auch ein Hammerspiel.
Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen das Outfit, aber ohne Haare. Eigenes Outfit kann man ja auch zusammenstellen. Brauchen wir aber jetzt nicht. Speichern wir das Outfit hier mal. Man weiß, wofür es gut ist. So. Nochmal wieder diesen harten Totenkopf hinten drauf. Wir sind schon ganz hart unterwegs. Jetzt gehen wir nochmal auf den Schacht. So, abschütteln brauchen wir nicht. Ja, schließlich haben wir einen Totenkopf auf dem Rücken. Spülen brauchen wir auch nicht. Wir sind eine Gang, wir brauchen nicht spülen. Wir sind die Gang, die nicht spült. Ja, hier haben wir noch einen Kühlschrank. Da sind Döschen drin. Trinken wir mal was. Kakerlaken haben wir auch. Wir trinken, ohne wirklich was zu trinken, und haben den Schaden dadurch erholt. Schmeißen die Dose einfach auf den Boden, wo sie hingehört. Und dann verschwindet die nämlich auch, weil wir haben nämlich einen Boden, der zersetzt die Materialien, die da drauf landen. Nur wir sind aus solchen Materialien nicht gemacht, denn sonst werden wir uns auflösen. Was aber nicht der Fall ist, deswegen stelle ich fest, wir sind aus unzerstörbarem Material, oben sind Motten. Gut, das war's dann für diese Folge. Nächste Folge geht's dann richtig los. Wir haben unsere eigene Bude, unsere eigene Gang. Jetzt brauchen wir nur noch unser eigenes Auto und dann kann uns nichts mehr passieren. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Euer Shinobel. Macht's gut und hoffentlich ohne Ruckeln. Tschö.